Ja, herzlich willkommen zurück zu The Captain. Ich freue mich sehr, dass ich mit dem Let's Play hier an der Stelle weitermachen kann. Wir waren auf der Epsilon-Station und sind dort möglicherweise unserem Erzfeind auf der Spur. Und ich habe ja beim letzten Mal abgebrochen zwischendurch und würde exakt an der Stelle wieder ansetzen, nämlich möglicherweise der Befreiung von Jeff und der Verhinderung der üblen Pläne unseres Widersachers. Gut, dann vielleicht noch mal ganz kurz, wir sind auf dieser Montagestation und wir können hier tatsächlich die einzelnen Teile anbringen und das tun wir auch mal. Nächster Teil. Ein neues Paar Arme, genau das, was ich brauchte. Ich muss noch mal ein Stück zurücksetzen, weil es nicht korrekt gespeichert hat. Aber das ist unproblematisch, denn das holen wir jetzt schnell nach. Super, ein neues Paar Beine, genau das, was ich brauchte. Nächster Teil, genau, jetzt kommt das, was wir nicht brauchen. Jetzt kommen die Arme, damit können wir das erstmal ignorieren. Und schalten mal auf Kamera 2. Und hatten festgestellt, es dürfen hier keine Katzen im Raum sein. Hier sitzt aber eine und unser Roboter hier scheint das auch genau zu wissen. Ja, also wir reden mal mit ihm. Hey. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Katze ist? Ja, ich weiß. Ist es nicht gegen die Vorschriften, eine Katze hier zu haben? Ich habe das Schild gesehen und ich weiß, dass der General es nicht mag, wenn wir uns mit biologischen Lebensformen vermischen. Aber sie ist mir nicht wirklich im Weg und ich mag es, wenn sie hier ist. Wenn du die Katze nicht entfernst, zwingst du mich, das zu melden. Es besteht kein Grund, irgendwas zu melden. Ich werde sie entfernen. Okay. Na, dann lassen wir sie doch wieder rein, oder? Okay. Ich brauche ein gelbes Oberteil. Er hat eins, ich habe keins. So. Das hat schon mal funktioniert. Wenn ich jetzt den Schweißer betätige. Geht sie weg. Tür bringt nichts, weil sie nicht von selber rausgeht. Da kann ich sie nur wieder reinlassen. Da probieren wir nochmal den Hammer. Kamera schließen. Hey. Hey. Die Katze ist immer noch hier. Okay, okay. Ah, jetzt geht er dahin. Komm her, Mietz, Mietz. Der böse Kopf da drüben schätzt deine liebenswerte Niedlichkeit nicht. Na, dann probieren wir doch mal was aus. Okay, das hat funktioniert. Oh, mein Schöpfer. Das war nicht optimal. Ich muss das wirklich reparieren. Also wie gut, dass meine Schmerzrezeptoren gerade nicht installiert sind. Der Schmerz ist zweifellos unerträglich. Führen wir ein paar nötige Eigenreparaturen aus. Okay, jetzt steigt er auf die Bank. Oh Mann, geht es dir gut? Ich schätze, Droiden können auch nicht ohne einen Kopf überleben. Anscheinend hat er das nicht ganz verdient, aber er war ein Lakai für diesen Ableton. Naja, wie man es nimmt. Ich schätze, dieses Brett ist irgendwie defekt. Okay, also es scheint nicht zu funktionieren. Aber. Weiße Arme, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Und jetzt bringen wir das dort an, genau. Und das Teil bringen wir an mir an. Das sollten alle notwendigen Teile sein. Ich fühle mich wieder so vollständig. Lass uns von diesem Montagebrett runterkommen.
Das ist so unglaublich. Ich kann diese Arme und Beine spüren, als wären es meine eigenen. Wow, und die Macht. Diese Maschine ist so stark. Captain? Ja, RoboCap hier. Ich erhalte hier einen riesigen Strom von Eingangsdaten. Darauf wette ich, ich bin am Leben. Geht es dir gut, Captain? Okay, ich bin viel mehr als okay. Ich bin verdammt unzerstörbar. Was ist los, Captain? Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich ein bisschen sammeln muss. Ich kann mich jetzt als ganzer Droide frei in der Station bewegen. Das ist unglaublich, Captain. Nun, solange deine Vitalwerte hier so gut aussehen, sollte es keinen Grund zur Sorge geben. Im Moment zeigt dein Körper eine große Anpassung an dieses Verfahren. Aber dies ist unbekanntes Terrain, also solltest du vielleicht nach einem Weg suchen, die Schilde zu senken, damit wir andocken können. Du hast recht, Schiff. Bleib dran. Ich komme wieder. Okay. Nächstes Teil, Schweißteil. Wo ist das? Schweißteil. Teile schweißen. Nächstes Teil ans. Achso, da kann man dann. Okay. Jaul. Miau. Okay. Ersatzteil Spender Infotafel. Dieser Droide scheint nicht in der Lage zu sein, die Touchsteuerung zu benutzen. Na gut. Dann gehen wir mal nach draußen. Achso, ich kann noch nach rechts und nach links scrollen. Ich kann nicht nach oben und nach unten scrollen. Also das ist Epsilon. Interessante Punkte anzeigen. Ruftaste. Okay, da ruft er die Fahrstühle. In dem Kasten kann ich mich verstecken. Teilbehälter oder Oberdeckel kann geöffnet werden. Und das sieht wirklich schwer aus. Okay, da kann ich mich also verstecken. All diese Körper sind Personal der Space Fleet. Sie sind alle tot. Was ist das? Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Dafür habe ich vielleicht eine Erklärung, Captain. Ach ja, diese Tür scheint nach biologischen Lebensformen zu scannen. Es könnte ein Sperrgebiet für Droiden sein, okay. Kann ich es bewegen? Aha. Es ist ein weiblicher Körper. Sie wurde von einer Art Phaser in den Kopf geschossen. Also das ist wirklich fallen lassen. Das ist wirklich eine gewaltsame Übernahme gewesen. Space Fleet Banner Schild. Andockstelle A, Space Fleet. Das warme Space Fleet Blau spendet mir immer Trost. So, das ist die Luftschleuse offenbar. Im Moment scheint kein Schiff an dieser Luftschleuse angedockt zu sein. Oh mein Gott, diesem Mann aus Terrain wurde die Kehle aufgeschlitzt. Gibt's sonst noch irgendwas? Nee. Okay, das ist also Dock A. Okay, okay. Du kommst mal mit. Wer weiß, wofür ich dich brauche. Okay, die kann ich da also nicht reinstecken. Gut. Das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen. Dann hätte man nämlich biologisches Material, aber ich denke nicht, dass das gegangen wäre. So. Halt. Ich habe dich hier noch nie gesehen.
Woran hast du das gemerkt? Sehen wir nicht alle gleich aus? Das ist ganz schön unsensibel. Bist du neu? Ich bevorzuge den Begriff frisch. Ah, der war gut. Melde dich einfach sofort bei deinem Sergeant. Verstanden? Ja, klar. Kartons in verschiedenen Größen. Ich habe den Eindruck, dass sie diese Station von nützlicher Technologie befreien. Ach, die packen ein. So, das ist offensichtlich Ableton. Was muss ich hier machen? Konversationsanfrage abgelehnt. Ich bin gerade nicht im Plaudermodus. Kann ich da hochgehen? Hey Schwester. Hallo? Lass mich in Ruhe, Droide. Käfighebel. Dieser Schalter steuert einen Sicherheitskäfig für die Kontrollbrücke. Chromiumschlitz. Das ist der Platz, auf den eindeutig eine Art Behälter passen würde. Auf einem kleinen Schild darunter steht Chromium-Eingabe. Das ist ein großer Hebel mit einem roten Griff. Es ist ein kleines Etikett daneben. Wurmloch-Ausführungskontrolle. Okay, damit kann ich also ein Wurmloch erzeugen. Konversationsaufgabe der derzeit ist Wachdienst. Das ist der Statusmonitor des Wurmlochgenerators. Also okay, ich könnte damit also ein Wurmloch generieren. Zeigt den aktuellen Fluss im Kampffeld. Okay. Gut, jetzt trage ich ja den Kasten durch die Gegend. Aber warum nicht? So. Das sind Generatoren. Das ist ein Gigafeld-Generator. Subraumfeldstärke, die diese Maschine erzeugt, ist unglaublich. So groß ist doch die Station gar nicht. Das ist doch B. Der Bildschirm zeigt mir an, welches Schiff gerade an der Luftschleuse angedockt ist. Im Moment ist es General Ableton's Zerstörer. Space Fleet, Andockstelle B, Space Fleet. Gibt's noch was anderes? Nee. Okay. Kisten. Kartons in verschiedenen Größen. Aus der Station zu sein. Habe ich irgendwas übersehen? Kann ich irgendwie dieses Schiff kontaktieren? Ich glaube, ich muss erstmal diesen Container fallen lassen. Fallen lassen. Dann gehe ich mal, verstecke ich mich mal. Ich kann mit diesem Standroiden nicht hinunterklettern. Ah, okay. Dann bewegen wir nochmal den Hebel. Mal sehen, was da passiert. Hey, fass das nicht an. Hey, fass das nicht an. Gut, das wird jetzt auch nicht anders. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwie mein Schiff kontaktieren. Stromkasten. Es scheint festzustecken. Ich kann ihn nicht bewegen. Das ist eher suboptimal, würde ich sagen. Ah, ich kann auch mit den toten Körpern nicht interagieren.
ich soll ja das Kraftschild. Das Kraftfeld abschalten. Ich komme jetzt hier nicht vorwärts. Hat er irgendwas bei sich? Ich brauche irgendwie... Er ist schon seit einer ganzen Weile tot. Ah, kann ich vielleicht auf Eldens Schiff? Das probieren wir doch mal aus. Stimmt, ich bin ja Roboter, das heißt, ich muss ein bisschen gucken, dass ich mich, dass ich in der Logik bleibe. Weil das sollte ja möglich sein. Na dann, los geht's. Luftschleuse. Öffnen. Schiff. Ja, Captain. Ich habe das Schiff von Eldon betreten. Sei vorsichtig, Captain. Ich werde mich kurz umsehen und sehen, ob ich etwas finde, das ich verwenden kann. Du solltest versuchen, einen Weg zu finden, die Schilde, um die Station zu deaktivieren. Sonst kann ich nicht andocken. Bestätigt. Robocap out. Okay. Was haben wir hier? Großen Tresor. Dieser Monolith eines Tresors schützt sicherlich etwas sehr Wertvolles für den General. Ja, entweder Tromium oder eine Energiezelle. Okay. Gut. Also brauche ich einen zweiten Partner. Wir schauen mal schnell noch ein bisschen, was hier los ist. Ich glaube, das ist der Zugangspunkt zum Rest des Schiffes. Er ist verschlossen. Kontrollzentrum. Bedienfeld für... Das machen wir gleich. Schilde. Schilde ausschalten. Das war einfach. Schiff. Ja, Captain. Ich glaube, ich habe die Schilde deaktiviert. Kannst du das bitte überprüfen? Okay, Moment. Ja, sie sind unten. Super. So, dann kannst du mich jetzt zurück zu meinem Körper bringen. Klar, warte eine Minute. Okay. Ich hoffe, ich habe mir jetzt keinen Bock geschossen dadurch, dass ich die... Willkommen zurück, Captain. Wie geht es dir? Also, ein bisschen komisch, das ist alles. Keine brennenden Kopfschmerzen? Nein. Hm. Und keine brennenden Schmerzen da oben im unteren Bereich der Wirbelsäule? Nicht wirklich. Hm, wie seltsam. Aber toll, schätze ich. Die Notfallbehandlung, die ich für dich vorbereitet habe, müssen wir nicht durchführen. Nun, okay. Jetzt müssen wir nur noch an der Station andocken. Soll ich uns reinbringen, während du zurück ins Cockpit gehst? Klar, mach das. So, jetzt docken wir da an. Mal sehen, ob ich mir jetzt keinen Bock geschossen habe durch diese... dadurch, dass ich den Behälter weggestellt habe. Okay, jetzt docken wir dort oben an. Bei A. Ich bin mal gespannt, was das noch gibt. Tag 83. So, wir sind jetzt an der Raumstation angedockt, Captain. Brillant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns nicht gesehen haben. Wie kannst du dir so sicher sein? Naja, also, sie haben nicht auf uns geschossen. Ich verstehe. Also, hast du eine Idee, wie man diese Station zum Laufen bringen kann? Nun, der Wurmlochgenerator wird mit einer Brennstoffzelle betrieben, das wissen wir. Aber meine Scans zeigen, dass es auch etwas Tromium braucht. Und tatsächlich haben wir gerade etwas davon im Frachtraum verstaut. Du solltest es lieber mitnehmen. Nur für den Fall, dass du auf der Station nichts findest. Ich verstehe.
Ich habe gar keine extra Brennstoffzellen im Frachtraum. Soll ich die Brennstoffzelle mitbringen, die wir im Lagermodul installiert haben? Ich halte das für keine sehr gute Idee. Wir müssen einen für die Verteidigungsstation auf der Erde aufheben. Okay. Ich schätze, du musst einfach gehen und die Station erkunden. Eine Sache noch, Captain. Ich habe noch immer Kontrolle über den Droiden auf der Station. Ich glaube, ich kann es dir ermöglichen, zwischen dir und ihm umzuschalten. Jedenfalls, wenn du an Bord der Station bist. Das könnte nützlich sein. Das stimmt. Vorsicht da drüben, Captain. Danke, ich gehe da mal runter zur Luftschleuse. Ja, dann ist es kein Problem. Dann haben wir die zwei Personen, die da unten agieren müssen. Luftschleuse. Warum kann nicht Lassis gehen? Verstehe ich nicht. Warum muss ich denn gehen? Aber es ist schön, wie das alles so ineinander, wir öffnen es, wie das Ganze so ineinander greift. Wir haben die Luftschleusen, dann gehen wir von zu den Schiffen rüber. Das ist schon alles gut. Raumanzug. Das habe ich noch nie gesehen. Ein Standard Space Fleet Raumanzug. Das werde ich tragen, wenn ich aus irgendeinem Grund einen Weltraumspaziergang machen muss. Öffnen. War das jetzt falsch? Unter Druck setzen? So. Oh mein Gott, diesen Mann. Okay, das hatten wir alles schon. Hier kann ich wechseln. So, brauche ich aber jetzt erstmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Aufzug. Captain. Ja, Schiff. Ich habe gerade meinen internen Scan der Station beendet. Ich habe das Kontrollzentrum für den Wurmlochgenerator gefunden. Sie befinden sich zwei Stocke unter dir. Das ist toll. Ja, aber Ableton arbeitet gerade dort unten mit seinen Droiden. Okay, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich bin tatsächlich als Droide daran vorbeigegangen. Hast du eine Idee, wie du sie weglocken kannst? Nicht wirklich, aber ich erkenne ein Sicherheitsgehäuse, das um die Bedienelemente herum installiert ist. Wenn du dich irgendwie an ihnen vorbeischleichen und den Käfig aktivieren kannst, können sie dir nichts antun. Wie komme ich also da wieder raus, nachdem ich das Wurmloch erzeugt habe? Es tut mir leid, aber das weiß ich nicht. In Ordnung, danke. Okay. Das ist jetzt aber auch alles erstmal gar nicht so wichtig. Was nämlich viel wichtiger ist, ist diese Tür. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, es ist zu dunkel hier drin. Ich glaube, ich werde das Licht anmachen. Jeff. Schiff, ja, Captain. Ich habe Jeffs Leiche gefunden. Das ist toll. Das hätte er gern zurück. Es ist nur, er ist an einer Art Maschine geschnallt. Nun, wenn du ihn runterbekommst, kann ich ein Peilsignal an den Körper senden. Es sollte den in der Lage sein, automatisch den Weg zurück zum Schiff zu finden. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Er ist völlig abgeschaltet. Mein Problem ist Droidenkopfentfernungsmaschine. Entfernt offensichtlich den Kopf von. Ich kann sie mit diesem gelben Knopf bedienen. Nichts passiert. Kopfabnehmverfahren. Wenn der Droide an der Maschine befestigt ist, werden die Halsverriegelungsbolzen gelöst. Nimm den Kopf vorsichtig ab. Okay, warum sollte ich den Kopf abmachen? Tromium-Extraktor. Teufelsgerät, um das Tromium aus dem Droiden zu gewinnen. Das Gegenstück für Menschen wäre ein Herzreisen. Oh. Okay, schalt mal. Raus der Strom. Das muss ich nicht ausschalten. Schild. Auf dem Schild steht Generator. Droiden sind aber nicht erlaubt. Dann gehen wir doch mal rein. Ach, du Großgüte. Oh, du bist von der Space Fleet. Ich bin so froh, dich zu sehen. Die Station ist also befreit. Ich fürchte nicht. Nein? Also, wer bist du? Wie bist du hier hereingekommen? Ist eine lange Geschichte, aber ich bin in meinem Schiff hier hineingekommen.
entkommen und konnte an Bord schleichen. Warst du vor einiger Zeit an der Brennstoffzellentransportmission beteiligt? Wenn du dich auf die fehlgeschlagene Reise zur Erde beziehst, wir waren Teil dieses Projekts. Die gesamte Station war das. Wir haben wochenlang daran gearbeitet. Ich war Teil des Teams für technische Übertragung auf der Erdseite. Und du weißt ja, dass irgendetwas mächtig schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht genau wie, aber ich wurde in die Anomalie hineingezogen und bin hier in den äußeren Regionen gestrandet. Warte mal, was? Du kommst von der Erde? Wie zum Teufel ist das passiert? Der Brennstoffzellenbehälter konnte nicht durch, aber du schon? Das ergibt keinen Sinn. Irgendeine Idee, was während des Transfers schiefgelaufen ist? Wir haben versucht, es herauszufinden, aber wir hatten nicht wirklich viel, mit dem wir arbeiten konnten. Das spezielle Boostermodul, das wir fast ein Jahr lang gebaut und vorbereitet haben, ist während des Transports einfach verschwunden. Verschwunden? Ja, direkt vor unseren Augen. Wir hatten keine Möglichkeit, es nach dem Transportfehler zu verfolgen oder zu lokalisieren. Also was ist hier auf der Station passiert? Vor ein paar Tagen wurden wir aus dem Nichts heraus angegriffen. Ein Mann, der sich selbst der General nannte, zwang uns zusammen mit seiner Droidenarmee zur Kapitulation. Ich und Professor Flint haben es geschafft zu entkommen. Seitdem haben wir uns hier versteckt. Erzähl ihm von dem Plan, Stone. Ja, richtig. Also wir haben einen Plan ausgearbeitet, wie wir sie loswerden können. Oder besser gesagt, Flint hat einen Plan ausgearbeitet. Vielleicht kannst du uns damit helfen. Erzähl mir von dem Plan. Wenn wir eine aufgeladene Brennstoffzelle in die Finger bekämen, könnten wir ein Wurmloch aufbauen, das die Spacefleet-Kolonie Apollo erreicht, etwa 6 Monate von hier entfernt. Wir können eine Notmeldung in der Übertragungssequenz des Wurmlochs verschlüsseln. Ein Teil ihrer Armeedivision kann dann hierher springen und diesen Ort zurückerobern. Habt ihr hier auf der Station irgendwelche Ersatzbrennstoffzellen? Was ich dir jetzt sage, ist eine streng geheime Information. Offiziell haben wir alle unsere Zellen mit dieser Transportmission zurück zur Erde geschickt. Aber es gibt noch eine hier auf der Station. Das Spacefleet-Kommando hat beschlossen, eine hier zu behalten. Warum? Ich weiß nicht. Es ist keine gute Idee, alles auf eine Karte zu setzen oder so etwas in der Art. Und wo ist sie? Wir mussten sie verstecken, also haben wir sie in den Ersatzteilspender für Droiden im Montageraum gelegt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich sie von dort herausbekomme, aber nimm dieses Werkzeug, damit solltest du die Wartungsklappe der Maschine öffnen können. Das sollte dir helfen, die Brennstoffzelle herauszuholen. Wartet hier, ich muss dringend etwas überprüfen. Okay. Geht es dir gut, mein Freund? Sie haben auf mich geschossen, ich kann es nicht glauben. Wir hatten keine Chance. Ihr seid Wissenschaftler, keine Soldaten. Wo haben sie dich getroffen? Die Bastard haben mich an der Schulter erwischt, aber ich bin okay. Wir haben es geschafft, die Blutung vorerst zu stoppen. Das ist gut, ruhe dich jetzt erstmal aus. So. Da ist auch nicht viel mehr, aber wir haben das Werkzeug. Kann ich das Werkzeug noch irgendwo anders einsetzen? Schlüsselwerkzeug. Jeff, ich komme nach euch. Okay, na gut, dann muss ich mit dem Droiden herlaufen. Na, das wächst sich langsam zu einer recht komplexen Situation aus hier. So, das Werkzeug kann ich hier benutzen. Na dann. Ich kann nicht wirklich etwas sehen, es ist zu dunkel. Die Öffnung ist zu klein für mich, um hineinzugreifen. Ich muss etwas finden, das mir hilft, diese Maschine hineinzuschauen. Wie wäre es mit einem Kopf? Okay, Schiff. Ja, Captain. Ich würde jetzt gern wieder auf den Droiden umschalten. Wie genau mache ich das? Nun, schließe einfach deine Augen und denke fest daran, jemand anders zu werden. Und das sollte automatisch passieren. Du meinst?
So. Es sieht so aus, als hättest du es geschafft. So. Ja, ich fühle mich wieder so stark. So. Bevor wir irgendwas machen, holen wir hier unten das Tornum oder was auch immer hier in dieser Kiste ist, aus der Schleuse. Das ist wichtig. Das brauchen wir so oder so. So, wo ist denn jetzt das Ding? Ach da, gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Rufen den Fahrstuhl. Die kleine Schlaufe müssen wir jetzt drehen, sonst das lässt sich nicht an. So. Mal sehen, ob das überhaupt klappt. Ich bin mir gar nicht sicher. So, zack. Dann rufen wir den Fahrstuhl. Fahren nach oben. Ah, das ist schön mit diesen... Es erreicht doch eine Komplexität, die gar nicht mal so schlecht ist. So. Jetzt lassen wir das fallen. Wechseln. Und steigen in den Kasten. Klappt. Wechseln. Kasten. Nehmen. Und raus. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil ich nicht weiß, ob ich nochmal die Möglichkeit haben werde. Sollten auch nichts machen. So bringe ich den Captain aber vielleicht auch da hoch. So. Das war einfach. Halt. Fallen lassen. Nee, wieso ist denn das jetzt? Doch. Muss da an die Luftschleuse rein. Das war der Schritt, der fehlte. Ich gehe mal herüber, lass das fallen und betätige mal diesen Griff. Ah, so geht's. So, und jetzt schauen wir erstmal hier. Ich hoffe, ich löse jetzt keinen Alarm aus oder sowas. Oh, das sieht gut aus. Okay, so, gab ein kleines technisches Problem, das muss ich erst beheben. Wir sind jetzt hier bei dem Safe und können jetzt einen Droidenkopf nehmen und einmal Dromium. Das ist tatsächlich entscheidend und werden jetzt wieder in die Kiste gehen. Das Ganze wechselt. Ich weiß noch nicht so richtig, was der General Evilton tatsächlich auf der Space Station will. Das muss mich aber auch nicht betroffen machen, glaube ich. Denn ich verfolge ja ein spezifisches Ziel. Ich will mit so viel wie möglich Ressourcen in Richtung Erde fliegen, um dort möglicherweise nicht nur meine Frau zu retten, sondern auch die Außenstation Eden und die Erde ohnehin. Das heißt, auch hier werde ich mich so entscheiden, dass ich spezifische Entscheidungen so treffe, wie ich sie so zu treffen habe. Das heißt, was Evilton hier erstmal macht, ist mir vollkommen gleich, solange ich tatsächlich nicht davon betroffen bin. So, jetzt probieren wir das erstmal aus hier. Fallen lassen. Wechseln. So. Raus aus der Kiste. Ersatzteilspender. Ich kann nicht wirklich etwas sehen. Wir brauchen also... Es ist zu dunkel und die Öffnung ist zu klein für mich, um hineinzugreifen. Ich muss etwas finden, das mir hilft, in diese Maschine hineinzuschauen.
probieren wir doch mal den Kopf, den wir haben. Da passt er nicht rein. Kann ich ihn auch nicht reintun. Oh. Aber da kann er hin. Okay, das war zwar nicht so gedacht, aber nächstes Teil, Schweißteil. Achso, kann ich das steuern und die Kamera anzumachen. Okay. Aber dann machen wir halt. Okay, das sieht gut aus. Nächstes Teil. Das müssen die Arme sein. Okay. Und noch ein Teil. Das sind die Beine. Okay, dann ist es also ein... Okay, das ist ein anderer Typ. Initialisiere Hauptprogramm zum Starten des Kerns. Abgeschlossen. Hallo, Humanoide. Bist du meine Mutter? Nicht Mutter, Captain. Was soll ich also jetzt tun? Wir müssen die Eindringe loswerden. Kannst du mir helfen? Du kannst bei unserem Schiff warten. Okay, das mache ich. Okay, das ist also ein Space Fleet. Androide, weitere Anweisung erforderlich. Wo genau ist unser Schiff? Oh, das tut mir leid. Du nimmst einfach den Aufzug nach oben auf Ebene 1 und gehst gerade aus dem Flur entlang. Du kannst es wirklich nicht übersehen. Das ist bestätigt. Nach meiner Ankunft halte ich mich in Bereitschaft, bis ich dich wiedersehe. Okay. Gut, das war es also nicht. Gut, dann gehe ich mal einfach nochmal herein, der Einfachheit halber. Wechsel. Ich brauche jetzt also einen Kopf. Ah, da war ja dieser Kopfentferner. In dem anderen Raum. Das lassen wir jetzt mal fallen. Wechseln. Und steigen raus. So. Gehe ich hier hinein. So. Was kann ich jetzt also machen? Stromkasten war nicht. Sägeblatt. Ein Metallsägeblatt zum Schneiden von Metall. Was haben wir noch? Da waren die 12 verrückten Wissenschaftler drin. So. Okay. Da ist auch nichts weiter. Stromschalter, Schild. Ah, aktiviere den Droidenzugang. So kriege ich den hier rein. Okay. Dann haben die Wissenschaftler das ausgeschaltet. So. Wechseln. Und... Na, das ging einfach. So, und jetzt war das halt, glaube ich, so, dass ich hier drüben mich hier hinstellen muss. Wechsle. Und Droidenkopfentferner. Ach so, der hält ihn nur fest und dann kann ich den Kopf abmachen. So. Okay, wir haben jetzt Stromium. Ja, wir machen jetzt erstmal. Machen jetzt erstmal das. Gehen da hinein. So. Achso. Und jetzt probieren wir mal den aus. Fünf und 457, noch was anderes. Okay, 315, 457. Ey, das ging ja schnell. 315. Gegenstand erhalten. Ja. Ich habe die Brennstoffzelle. Super. Jetzt brauchen wir noch den Kopf zurück. Das geht bestimmt auch ohne. Was war das? 4? 5, 7. Halt. So.
Sehr gut, also jetzt haben wir den Droidenkopf, wir haben die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle, gemäß unserer Maxime, müsste auf alle Fälle mit uns mit. Droide ohne Kopf, ne? Setzen wir mal den Kopf da wieder auf. Ich weiß noch nicht so richtig, wofür ich den brauche. Okay. Jeff. Völlig abgeschaltet. Chromium-Extraktor. Okay, also ich müsste jetzt eigentlich unseren Prämissen folgen, Jeff zu legen. Chromium-Extraktor. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Chromium ich jetzt im Moment habe. Aber ich habe hier eins gewonnen und eine Brennstoffzelle. Der Körper des Droiden unbrauchbar. Ich hätte ja noch den Chip. Soll ich Jeff? Ich weiß nicht, wofür ich den noch brauche. Jeff, vielleicht kann er mir nochmal helfen. Wir nehmen ihn mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. So. Ich habe ihn jetzt freigelassen. Gut, dann schicke ihn ich einfach das. Ich ihm einfach das Peilsignal. Okay. So. Ich habe 2 Chromium, eine Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle ist so kostbar. Ich wechsle jetzt nochmal schnell zum Droiden. Ach so. Muss ihn erst freilassen hier. Okay, die haben ja aber gar nichts gemacht. Die haben weder das Tromium aus Jeff rausgeholt, noch haben sie nee. Kommt der Droide doch nicht raus. Oder? Sie haben weder das Tromium aus Jeff rausgeholt. Okay, es geht. Weder das Tromium aus Jeff rausgeholt. Ich gehe nochmal, ich gucke mir das nochmal an. Kein Chromium, keine Brennstoffzelle, Schutzkäfig oben. Wachdienst. Hey Schwester. Hey Schwester. Hallo. Lass mich in Ruhe, Droide. Ich weiß nicht, was der Herr will. Und egal, was ich mache, wenn ich das Tromium einsetze und die Brennstoffzelle, verliere ich sie. Brauche sie aber als Disruptor. Gut, reicht. Reicht mir. Okay, dann werden wir hier das Schiff verlassen. Es tut mir sehr leid, um die jetzt noch da sind. Aber ich brauche die Brennstoffzelle und ich brauche das Tromium. Und damit ist das Thema für mich durch. Achtung, du hast noch kein bedeutungsvolles Ende gefunden. Wenn du jetzt gehst, kannst du dieses Abenteuer nicht mehr spielen, bis du ein neues Spiel beginnst. Möchtest du wirklich gehen? Ja, ich möchte. Ja. Das ist eine Endkarte. Ja, ist recht. Ich nehme die. Und von wegen nichts erreicht. Ich habe einen Droiden mitgenommen. Ich habe Jeff mit. Ich habe eine Brennstoffstelle. Und ich habe Tromium.
sagen, das ist ganz im Sinne unserer selbstgesteckten Ziele. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Lädt gerade. Willkommen zurück, Captain. Danke, Schiff. Wir müssen nicht mehr an die Raumstation angesagt sein. Kannst du uns bitte rausbringen? Klar, kein Problem. Ein Moment. Also, was für ein Droide bist du? Ich bin ein AIS-Droide. Entworfen und hergestellt von Spacefleet. Mein Hauptziel ist es, die Engineer-Niveaus, was? Energieniveaus in einem Hyperrückstoßmotor zu bewahren. Hast du hier irgendwo einen Hyperrückstoßmotor? Schiff, kannst du das beantworten? Gewiss, Captain. Ich fürchte, dass ich in meinem Kern eine rein magnetische Verdrängungsmaschine betreibe. Ich habe kein Rückstoßsystem installiert. Tut mir leid. Danke, Schiff. Also, ich schätze, das ist vom Tisch. Hast du noch andere Funktionen? Ich scheine eine kleine Aufgabensoftware in meinem Sublaufwerkssystem gespeichert zu haben. Ich glaube, sie wurde von dem Ingenieur installiert, der mich zusammengebaut hat. Was ist? Sie heißt Barista.java. Ich schätze, ich kann Kaffee machen. Dafür haben wir hier schon einen Nahrungsreplikator. Ist das gut? Oh. Nun, du musst jetzt anfangen, unsere Subsysteme zu lernen. Du kannst den Arbeitsplatz in der obersten Etage benutzen. Komm schon, ich zeig's dir. Das ist ja süß. Ich glaube, ich kann Kaffee machen. Barista.java. Bitteschön. Hier findest du alles, was du brauchst. Melde dich bei mir, wenn du irgendwelche Fragen hast. Das ist bestätigt. Noch eine Sache, Captain. Ja, Schiff. Ich habe bemerkt, dass wir Jeff wieder auf dem Schiff haben. Oh ja, wo ist er jetzt? Er ist an seinem Arbeitsplatz und lehnt sich auf. Hast du seinen Geist schon in seinen Körper zurückversetzt? Nein, noch nicht. Okay, warte damit mal kurz. Ich gehe jetzt dorthin. Ach, ist das süß. Soll ich den Transfer jetzt starten, Captain? Auf ihr blinkert. Bis sich auflädt. Ja, du kannst beginnen. Wo, Captain, du hast meinen Körper gefunden. Oh, danke, danke. Ah, gern geschehen, mein Freund. Geht es dir gut? Funktioniert dort alles wie erwartet? Systeme überprüfen? Es scheint alles in Ordnung zu sein, Captain. Gut, aber ich möchte, dass du deine Systemprüfung für eine Weile intensivierst. Okay, Kumpel? Ich werde die zugewiesene Rechenleistung für das Dekompilieren von menschlichen Gedichten auf die Defragmentierung von Großrechnern umverteilen. Ah, okay. Erledigt. Gut. Ich war nicht in der Lage, die Zeit zu erleben, während sie auf dem Chip gespeichert war, also könnte ich wirklich ein Update gebrauchen, Captain. Natürlich. Es ist einfach so viel passiert. Du hast es also geschafft, die Erde zu retten? Nein. Es ist nicht so viel passiert. Aber wir sind doch wieder bei Spacefleet, oder? Nein, wir befinden uns immer noch in den äußeren Regionen. Oh, ich verstehe. Aber wir haben einen zuversichtlichen Plan, wie wir vorgehen wollen. Okay, das bringt uns eindeutig nicht weiter. Deine Erwartungen an den Fortschritt sind viel zu hoch gesteckt, kleiner Freund. Wir sind immer noch so ziemlich da, wo wir angefangen haben, und wir haben immer noch keine Ahnung, wie wir rechtzeitig nach Hause kommen. Niemand wurde gerettet und die Existenz der Erde ist immer noch stark gefährdet. Okay, Status aktualisiert. Ich denke, ich werde hier bleiben und mich noch ein bisschen erholen. Natürlich, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Jeff ist zurück. Haben sogar eine Medaille bekommen. Also von wegen, es hat sich nichts getan. So. Allerdings, wie bei Straw und wie bei den anderen, die ich zurückgelassen habe, gilt auch hier, dass das Ganze natürlich nur sinnvoll ist vor dem Hintergrund dessen, dass ich bestimmte Ziele habe. Und ich brauche diese Brennstoffzelle und ich werde diese Brennstoffzelle auch demontieren. Denn dann bekomme ich ein Sternfragment. Sehr gut. Und ich kann folgende Dinge nämlich damit erstellen. Und zwar aus einem Sternfragment und aus einem Thromium-Container kann ich einen Unterdrückungsstrahl Disruptor bauen. Und ich brauche jeweils einen für
eine Sternenstation. Und ich hatte mir vorgenommen, wenigstens die Station zu retten, auf der meine Frau ist, und zum anderen die zu retten, auf der 30.000 Menschen leben. Nicht, dass man das irgendwie gegeneinander aufwiegen kann, aber wenn ich tatsächlich hier im Weltraum allen versuche zu helfen, die mir begegnen, werde ich nicht genug Zeit haben, die anderen zu retten. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes: Wir setzen jetzt Kurs auf das Lymianische Handelsatoll, schauen aber erstmal, was wir hier kaufen können. Hier können wir ein Chromium kaufen, haben aber nicht genug Geld. Aber wir können den Laser verkaufen und, ups, und damit passt das Ganze. Ich schaue mal noch was anderes schnell. Das hätte alles nichts gebracht. Ich hätte. Egal, wir fliegen hin. Komm, geht los. Kurs gesetzt auf Lymianisches Handelsatoll. Voraussichtliche Ankunft 27 Tage. Das muss man sich mal in echt geben, ne? Also, es ist faktisch ein Monat, den er so in seiner Kiste sitzt. Ohne menschlichen Kontakt. Wir fliegen hin. Das ging dann nahezu reibungslos. In der Zwischenzeit. Raumstation Epsilon, die äußeren Regionen. So, ist alles bereit? Ja, wir sind bereit, weiterzumachen. Bevor wir das tun, wir müssen uns daran erinnern, warum wir hierher zurückgekommen sind. Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht so richtig. Ja, um eine dieser Energiezellen zu finden und zu sichern. Das war das Ziel. Und ich hätte ja faktisch eine der Zellen verbraucht, um das Wurmloch zu öffnen, um, keine Ahnung, Hilfe zu holen, aber ich hätte sie verbraucht, die Energiezelle. Sie wäre weg gewesen. Und zu sichern. Brennstoffzelle, Rob. Wir sind absolut sicher, dass es auf dieser Station keine Brennstoffzellen gibt. Ja, nicht mehr. Du hast den Verbundscan selbst durchgeführt. Ich muss dich wohl nicht daran erinnern, Rob, wie wichtig eine dieser Brennstoffzellen für mich und meine Zukunftspläne ist. Ey, wie einfach dieser Deal wäre. Ich könnte dem seine Brennstoffzelle geben und würde einfach weiterfliegen. Stattdessen haben wir diesen Stress. Nein, General, das tust du nicht. Wenn die Station sauber ist, kannst du mit der Operation fortfahren. Ja. Warum sprengen wir die Station noch gleich in die Luft? Ich kann nicht zulassen, dass sich diese Technologie hier weiterentwickelt und gewöhnlich. Außerdem, es gab ein Verfallsdatum auf den Zündern. Verstehe, du verschwendest nichts. Du denkst an die Umwelt. Jetzt zerstören sie Epsilon. Das hätten sie so oder so gemacht. So. Bedauerlich. Tag 110 im Orbit von Lymianisches Handelsatoll. Handelsstation. Kontakt. Das gefällt mir. Das ist super, wie das. Willkommen auf meiner Handelsstation. Warte kurz und ich schicke dir unseren aktuellen Bestand an Artikeln. Den kenne ich schon. Ich will aber erst einmal den Laser verkaufen. Niedrige Energie Laserkanone verkaufen wir 150. Wunderbar. Ja, komm, gibt es noch etwas anderes? Ja, natürlich. Ich würde gerne etwas kaufen. Und zwar hätte ich gern. Das Maschinenupgrade wäre natürlich auch toll. Ich hätte gern Chromium. Einmal kaufen für 300 und los. Vielen Dank. Gibt es noch etwas anderes? Nein, ich denke nicht. Ich denke, ich werde das Atoll verlassen. Ich glaube, ich bin hier fertig. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. So, jetzt sieht das Ganze nämlich schon bald so aus. Halt. Heizschmelzsystem. Nee, das will ich ja nicht bauen. Ich will das nicht bauen. Für die V3 fehlt mir hier noch das Upgrade. Und die würde nochmal 15, also nochmal ein Drittel schneller fliegen. Das wäre schon toll. So, aber ich schau mal, was ich hier am Schiff habe. Und zwar, ich habe dreimal Chromium, vier Sternfragmente. Das würde bedeuten, ich würde halt, schau mal schnell.
da ich nicht kämpfen werde und durch die Schmugglerroute will. Ich brauche insgesamt 3 Sternfragmente. Es wird gemunkelt, dass der Preis für den Eintritt in den Spacefleet-Sektor 3 Sternfragmente beträgt. Zurück. Das würde bedeuten, dass ich verlassen mit dem aktuellen Stand bereits die Schmugglerroute passieren würde. Ich habe eine Brennstoffzelle im Schiff. Ich habe 3 Sternfragmente, um die Schmuggler zu bezahlen. Und ich hätte, könnte mir einen Disruptor bauen, um die Sternstation meiner Frau zu retten. Also brauche ich wenigstens noch ein weiteres Sternfragment, um ihn zu retten. Und dann können wir eigentlich losfliegen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Gut, wir haben jetzt auch viel auf dem Weg geopfert, so ist es nicht, ne? Also Straw ist gestorben. Wir haben eine VL624 hinter uns gelassen und schlussendlich auch die beiden Wissenschaftler jetzt auf Epsilon. Aber ich habe gesagt, das wird nicht einfach. Es verlassen. Gut, okay. Egal. Wir fliegen weiter. Lymianisches Handelsatoll, da sind wir jetzt. Trade and Pay. Trade and Pay, was ist mit denen? Trade and Pay. Da gibt es auch Tromium. Auch Tromium. Und auch Masch oh, da ist das Maschinen-Upgrade-Preiswerter. Wenn ich verkaufe. Chromiumbehälter 3 auf dem Schiff. Okay. Also das heißt, ich brauche irgendwie, muss ich an Geld kommen. Obwohl Chromium eigentlich gar nicht das Problem ist gerade, ne? Alter, schauen wir nochmal. Chromium. Habe ich 3 auf dem Schiff. Das heißt, ich könnte. Chromium muss ich gar nicht kaufen. Ich brauche eigentlich nur. Was war das? Außenposten, Finanzsystem. Interessiert mich nicht. Ist bestimmt wichtig, aber. Was ist das? Eastern Tromium. Der war noch ganz wichtig, ne? Terra, Hauptproduzent von Medikamenten. Also ich brauche es eigentlich nicht. Ich brauche nur ein Sternfragment. Ein Sternfragment. Und da ist das Space Gate. Es ist ein Hochgeschwindigkeitstransittunnel, der mit dem Spacefleet-Sektor verbunden ist. Es gibt Gerüchte, dass Lime der Union heimlich erlaubt, das Space Gate zu benutzen, um Truppen zu den Spacefleets in den Spacefleet-Sektor zu verlegen. Wenn ich das benutzen könnte, das Space Gate, würde ich mir, glaube ich, sehr viel Zeit sparen. 92 Tage. 90 Tage würde ich mir sparen. Na gut, das sind ja alles spätere Überlegungen. Wir fliegen jetzt erstmal in diesen Sektor. Großgesetzt auf Trade and Pay. Voraussichtlich Ankunft 32 Tage. Oh, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich gedacht, da gibt es einen Kampf. Bin ich gar nicht für ausgerichtet. Du siehst also, Captain, die Temperatur kann nicht der einzige Grund für die Säure sein.
Hier muss ein anderer Faktor im Spiel sein. Es tut mir leid, dich zu stören, Captain. Ja, Chef. Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Es tut mir leid, aber wir müssen das ein andermal fortsetzen. Überhaupt kein Problem. Ich habe auch noch andere Aufgaben zu erledigen. So, gehen wir so ins Cockpit, das geht schneller. So. Und an der Stelle würde ich sagen, breche ich das Ganze mal ab. Also das heißt, wir sind jetzt ein ganzes Stück vorangekommen. Wir haben Epsilon verloren, ja, aber wir haben ein weiteres Sternfragment und ein Thromium-Behälter bekommen. Wir sind sehr weit weg, haben sehr guten Vorsprung vor dem Sonnenblaster. Hier sind wir nämlich gestartet. Und ich bin guter Dinge, dass wenn wir uns hier jetzt im Lymianischen Raum, das wird so der zweite Teil sein des Spiels, nehme ich mal an, nach dem Intro, das wir hier gerade gespielt haben, dass wir sehr schnell in Richtung Erde uns auf den Weg machen können. Ich brauche ein bisschen Geld, um mir ein Maschinen-Upgrade zu kaufen. Das sieht aber ganz gut aus. Vielleicht probiere ich das mal. Nugget-Knoten, was ist das? Ein kleiner, mit Bergen bedeckter Planetoid. Ursprünglich war er nicht viel größer als der Mond der Erde. Jahrzehntelanger Bergbau hat seine Masse um mindestens ein Fünftel reduziert. Die haben den zerbohrt wie ein schwarzer Käse. Zellig, das ist der Urlaubsplanet gewesen, genau. Das hatten wir schon. Und Fenton Perth. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Was ist Talion? Ein kleiner Planet mit fast keinen Einwohnern. Okay. Aber Lyman P, das scheinen die zwei Zentralen zu sein. Und ich denke aber mal, wir schauen uns zuerst den Nugget-Knoten an. Also wir fliegen faktisch in dieser da. Also Nugget-Knoten, Thalic, Fenton Perth und dann Richtung Lyme. Und ich hoffe, dass das sich alles gut ausgeht. Okay. Das aber soll es für heute gewesen sein. Und ich bin sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und denke, dass wir jetzt ein gutes Drittel des Spiels gesehen haben. Mal sehen, was noch auf uns zukommt. Also bis dahin. Ciao.